genau, da kommt auch direkt das Geld. Dankeschön. Er grinst über beide Backen und sieht gar nicht so kaputt aus, obwohl sie heute eine Menge Meter machen mussten. Ja, erstmal war das, denke ich, ein verdienter Sieg. Die ersten 10 Minuten fand ich Düsseldorf sehr, sehr gut. Da hatten sie wirklich sehr, sehr viele Chancen gehabt. Da hätte es auch andersrum stehen können. Am Ende haben wir, glaube ich, das Spiel dann aber auch gemacht, haben dann verdient 3-0 gewonnen. Wir können mal auf die Szenen gucken des Spiels. Also Miep, Miep, Holtmann war es dann heute. Sie haben es dann gut gemacht. Wir schauen mal drauf. Vielleicht können Sie mal zeigen, dass das wichtige 1-0 müsste das sein. Sie dürfen selber gerne. Ah, okay, ja. Das war unser Matchplan heute, dass wir über außen kommen, dass wir halt die tiefen Wege machen müssen. Ich denke mal, das war ein Sinnbild für das, was wir die Woche trainiert haben. Wir wussten halt, dass Düsseldorf da anfällig ist und das haben wir, denke ich, gut ausgenutzt. Waren Sie als Kind schon immer so schnell? Ja. Gibt es da irgendein Geheimnis? Nein, da gibt es, denke ich, kein Geheimnis. Ich denke mal, Mama hat mir da gute Gene mitgegeben und ja. Trainieren Sie Geschwindigkeit speziell? Also ich meine, das ist ja Ihre absolute A-Stärke, ne? Ja, definitiv. Wir haben in Bochum immer am Donnerstag ein gutes Sprinttraining und das Woche zu Woche und da laufe ich sogar die 42 km/h, da haben wir so ein Band, wo uns ein Mitspieler zieht und da bin ich definitiv noch, ich soll mal so ein bisschen erklären, da bin ich weit oben vorne auch in der Mannschaft. Was muss ich machen, damit ich auch so schnell werde? Nochmal jünger sein. Dankeschön. Bitte. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Nein. Also der VfL Bochum sprintet nach oben, das 2-0 schauen wir jetzt auch nochmal drauf. Das ist schon nah an Tiki-Taka, ne? Ja, also ich denke mal, wir sind eine spielstarke Mannschaft. Da hat Julien gut rübergechippt. Ich musste halt nur in den Raum rein. Hab den dann halt nur mir auch ein bisschen zu weit vorgelegt, hab den aber noch gut rumbekommen. Und ja, war ein gut herausgespieltes Tor und das war wichtig. Bisschen Glück gehabt. Weil ich hab auch gesehen, als sie den Ball vorgelegt, habe ich gedacht, na, sehen Sie da noch, gehen Sie da noch hinterher? Weil ich dachte, der Torwart kommt noch raus. Ja, also da wurde ich sogar noch leicht geschubst, aber ich habe nochmal alles gegeben und ja. So, der VfL grüßt von ganz oben. Das ist eine Momentaufnahme, klar. Aber wie viel Aufstieg ist das jetzt schon? Ja, ich denke mal, das waren wieder wichtige Punkte. Wir haben gegen Hamburg letzte Woche da ein bisschen was liegen gelassen. Wir waren sehr, sehr stark mit 10 Mann, haben einfach aber uns keine Torchancen erarbeitet. Und da haben wir jetzt gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen Turnaround. Den haben wir jetzt geglückt, also das hat geklappt. Jetzt wollen wir halt nachlegen. Wir wollen jetzt wieder von Spiel zu Spiel schauen. Aber ich denke mal, langsam können wir auch träumen. Reicht dafür die Länderspielpause auszuträumen oder was machen Sie in der Zeit? Ja, also erstmal legen wir mal kurz die Beine hoch. Wir haben 1-2 Tage frei und die werden wichtig sein für die kommenden 8 Spieltage. Wahrscheinlich da noch ein bisschen Sprinttraining. Genau. Gerrit, vielen lieben Dank, alles Gute und ja, nächstes Mal treffen wir uns dann zum Wettrennen.